Meine Frage. Der Nutzen der Prozentrechnung ist eigentlich ganz schnell zu erkennen. Meine ganz allgemeine Frage: 8 Neuntel oder sagen wir 10 Elftel, was ist mehr, was ist weniger? Um die vergleichen zu können, muss man die auf den gleichen Nenner bringen. Einverstanden, wenn ich die auf 99 bringe, dann nehme ich hier mal 11, habe ich 99 und hier sind das 88. Und hier mal 9 habe ich 99 und hier sind es 90. Oh, etwas größer ist es doch, obwohl das nicht so sein muss. Ich kann also jetzt sagen, 88 ist kleiner. Und die Spitze zeigt an, wo es kleiner ist, da ist weiter geöffnet. 88 99stel ist kleiner als 90 99stel. Oder Ausgangsfrage, 8 Neuntel ist kleiner als 10 Elftel. Aber was machen wir denn die ganze Zeit, wenn wir Prozente ausrechnen? Da schaffen wir letzten Endes, ich zeige es nochmal hier oben, immer wieder, wenn es nur irgendwie geht, Hundertstel. Wir beziehen uns wieder auf 100. Irgendwie, Hundertstel brauchen wir immer wieder. Die Hundertstel helfen uns, Hundertstel, Prozentel, oh. Die Hundertstel helfen uns, letzten Endes, irgendwelche Dinge zu vergleichen. Das heißt, wenn ich klein p ausrechne, rechne ich aus 20 Hundertstel. Oder hier 7,5 Hundertstel. Und ich kann demzufolge sehr gute Vergleiche anstellen. Wenn also einer sagt, an einer Schule, oder nehmen wir zwei Bauern, der eine hat 25 Tonnen Rüben geerntet und der andere hat 27 Tonnen Rüben geerntet und der eine sagt, ach Mensch, ich habe, ja, sagen wir, 4% Verlust. Dann kann man genau ausrechnen, wie viel das ist. Aber wenn er das schon auf Prozente, also auf Hundertstel gebracht hat und der andere sagt, ich habe 3% Verlust, dann kann man sagen, ja, was jetzt hierbei rauskommt, das mag uns jetzt egal sein. Dass der eine vielleicht mehr oder weniger Verlust hat, das kann man ausrechnen, das ist nicht das Problem. Aber die Prozentangabe sagt, wie gut die Ernte eingefahren wurde. Der hat weniger eingefahren und hat blöderweise noch einen höheren Verlust. Und der andere Bauer hat mehr eingefahren und hat weniger Verlust. Noch schlimmer wäre es, wenn der eine sagt, ich habe 50 Tonnen eingefahren. Und mein Verlust beträgt 2%. Und der andere sagt, haha, ich habe das Doppelte eingefahren. Und mein Verlust beträgt 3%. Bezogen auf die Gesamtmenge, auf jeweils die unterschiedlichen Grundmengen, hat dieser hier mehr Verlust. Denn 3 von seinen 100 Tonnen sind kaputt. Hier 2 von 100 Tonnen sind kaputt. Aber auf 50 Tonnen bezogen ist es nur eine Tonne. Also der hat nur eine Tonne Verlust und der hat sogar 3 Tonnen Verlust, obwohl er mehr geerntet hat. Jetzt könnte der sagen, ja, das ist mir egal, ich habe dafür mehr geerntet. Da ist es mir Schnuppe. Aber ein gut und klug rechnender Mensch weiß, es ist um jede Tonne schade und warum soll ich mir 3 Tonnen Verlust hier einhandeln, wenn ich schon eine Tonne weniger haben könnte. Das ist alles Geld, das ist alles viel Mühe gewesen, alles viel Arbeit. Man kann also mittels Prozentrechnung wunderbar vergleichen. Noch eine andere Anwendung. Eine andere Anwendung. Ich versuche das mal hier ganz schnell zu löschen. Nee, so ging es nicht. Na, dann lösche ich so. Eine andere Anwendung ist, ich kann, wenn ich Prozentangaben habe, wunderschöne sogenannte Tortendiagramme basteln. Ich kann sagen, das ist zum Beispiel dies, das ist das und von hier bis da ist das. Wenn ich das ausmale und das anders ausmale, kann ich das als Tortendiagramm wunderbar darstellen, was mir hier passiert ist. Es könnte sich zum Beispiel um eine Wahlbeteiligung handeln, es könnte sich um Schülerbeteiligung in der Schule handeln und so weiter und so fort. Und man erkennt sofort, aha, dieser sehr hellblaue Teil, das ist ein großer Teil und wenn ich ein anderes Diagramm habe und so weiter, dann lässt sich das alles sehr gut vergleichen. Gut, was wir auf jeden Fall gesehen haben, besonders bei diesem Beispiel hier, bei diesem Beispiel. Ja, Moment, es ist eine Frage. Es kam nochmal die Frage, wieso, wie kann man denn so schön erkennen, welcher Verlust das ist? Machen wir nochmal einen Vergleich. Nehmen wir uns mal diesen Bereich hier.
2% von 50 Tonnen. Hätte der Bauer 100 Tonnen geerntet, wären 2 Tonnen Verlust. Da er aber nur 50 Tonnen geerntet hat, hat er eine Tonne Verlust. Hier, da sieht man es, 3 von 100, nur 3 Tonnen Verlust. Das ist zwar dem hier, dem mag das egal sein, der sagt, na und, ich habe dafür 100 Tonnen, also ich habe 97 Tonnen über, das ist mir eigentlich egal. Und der andere sagt, naja, gut, aber ich habe nur 49 Tonnen. Aber was wäre, wenn der 100 Tonnen eingefahren hätte? Dann hätte er nämlich nur 2 Tonnen Verlust gehabt und dementsprechend ist sein Verlust geringer. Also auf 100 bezogen heißt immer den gleichen Nenner zu nehmen, sich auf eine bestimmte Menge zu beziehen. Und das ist immer sehr praktisch, um echt vergleichen zu können. Das mit dem Tortendiagramm lässt sich gut darstellen, ne? 100%, 50% wäre genau die Hälfte, dann wären es vielleicht hier ungefähr 30%. Wenn das genauso groß ist, wären es auch 30%. Man kann also sofort mit Hilfe der Prozentrechnung was erkennen. Jetzt habe ich schon 60%. Ich darf jetzt nicht hier mich so verschätzen, dass ich insgesamt mehr als 100% habe. Da komme ich dann später drauf. Das würde gehen. Aber hier bei dieser Grundmenge, das sind insgesamt 100%, muss ich jetzt sagen, ich habe schon 60% verbraten, verschätzt. Dann bleiben für mich bloß noch 40 übrig. Also, ja. Jetzt ist es ein bisschen ungünstig, ne? Wenn das 30% sein sollen und das 30%, dann sieht das nicht aus wie nochmal 30% oder gar 40%. Machen wir mal hier, na, was machen wir mal? 40% draus, das wäre logischer von der Skizze her. 40% und 40%, dann habe ich hier noch 20% zum Aufteilen, dann kann ich sagen, ja, dann mögen das 15% sein und hier 5%. Auch wenn ich schätze, dürfen alle Prozente zusammen nur bei solchen Tortendiagrammen 100% ergeben. Also mehr geht nicht. Aber man hat sehr schöne Vergleichsmöglichkeiten. Man bringt alles auf den gleichen Nenner. Was ich immer wieder festgestellt habe, wir werden uns nochmal mit Kommazahlen beschäftigen müssen, aber was wir auf keinen Fall brauchen, eine Frage. Kleiner Moment. Es kam mir noch mal eine Frage. Müsste man nicht hier unten das hier auch mal 2 nehmen? Weil ich ja 2% habe. Nein, nein, nein. Prozent heißt von 100. Nehmen wir mal an, der Mann hätte nicht 50 Tonnen, sondern 200 Tonnen geerntet. Dann ist in jedem Hunderter sind 3 Verlust. Hier in diesem Fall. Und wenn ich nur 50 habe, jetzt probieren wir das mal. Ich ziehe mal einen Strich durch die Mitte. Dann wäre also eine Hälfte nur 50 Kilogramm. Dann sind hiervon nur, naja, das geht jetzt. Von den 50 wären es nur 1,5. Aber ich sage ja nicht 50stel dazu, sondern ich sage trotzdem 100 Kilo. Ich ziehe alles um auf den Nenner 100, also nehme ich auch die 1,5 wieder mal 2 und demzufolge komme ich auf 3 von 100. 1,5 von 50 ist aber eine ungünstige Einheit. Weil der eine hat dann 1,5 von 50, der nächste, ich habe 2 von 70, der nächste hat 4 von 25 und so weiter. Wenn ich alle auf einen Hundertstel Nenner bringe, komme ich aufs Gleiche. Ne? Wenn ich das hier teile und das wären nur 50 Tonnen, hier sind es Kilogramm. Da muss ich sagen, ja, da muss ich das hier oben auch teilen. Also habe ich 1,5 von 50 und nicht 3 von 100. Wenn ich das erweitere, komme ich wieder auf 3 von 100. Habe ich das ausreichend erklärt? Wenn nicht, dann nochmal nachfragen. Ja? Na, ist gut. Es ist, nochmal zum allgemeinen Unterrichtsprinzip, es ist keine Schande, wenn man fragt. Viel schlimmer ist, wenn man nicht fragt und es nicht verstanden hat, dann kann man nämlich den weiteren Unterricht nicht mehr folgen, weil man noch am Grübeln ist, beziehungsweise nichts davon versteht. Naja, wir hatten die Übung schon mal zu Hause gemacht. Deswegen ist das gar nicht mal so falsch, wenn